Willkommen im Lager. Persephone, wir sind endlich da. Finde Eleanor, mein Junge, und zwar schnell. Ihre Mami hat ganz Rapture mobilisiert, um zu verhindern, dass ihr zusammenkommt. Ja, Sinclair hat es schon gesagt, willkommen in Persephone. Ja, da steht's auch so schön. Und Eleanor Lamb muss hier sein. So, ich glaube, ich habe einen Big Daddy gehört. Aber kann natürlich irgendein Knarzen von irgendeiner Metalltür oder so gewesen sein. So, ah, das ist aber auch eine schöne Gegend. Schön beleuchtet da draußen. Oh ja, dieser Tunnel, den finde ich auch sehr cool. Ah, jetzt ist das Brummen schon wieder da. Vielleicht ist das auch einfach ein Wal, der hier vorbeischwimmt. Vater, komm schnell! Ich sitze in einem Käfig fest. Irgendetwas stimmt nicht. Ja, ich beeile mich. Ich frage mich, Delta, weißt du, warum du hier bist? Hast du überhaupt eine Ahnung, was meine Tochter dir gegeben hat? Wenn ich dich jetzt so ansehe, beneide ich dich um deine Unwissenheit. Du glaubst immer noch. Gut, hier ist auf jeden Fall wieder eine Power to the People Station. Sehr gut. Und ich werde einfach mal, also ich habe die Nietenpistole habe ich komplett geupgradet. Ich werde einfach mal die Schrotflinte verbessern. So, jetzt habe ich nämlich 6 Schuss. Eve-Spritzen könnte ich noch gebrauchen. So. Gibt es hier überhaupt noch Big Daddies und Little Sisters? Nein, hier gibt es keine mehr. Ich glaube, ich habe nämlich auch alle bereits gerettet. Achso, ich wollte ja auch noch gucken, wie kann ich denn das Eve nachladen? Wie ging denn das? Konnte ich das hier im Menü auch? Eve-Spritze jetzt benutzen. Ah, okay. Ja gut, ist manchmal einfacher, als man denkt. Persephone, die geheime Heimat von Sinclair Solutions. Ich habe gegen Ryans Vision von der großen Harmonie gewettet. Hab ihm einen abgelegenen Ort geboten, wo er die hinschicken konnte, die nicht ins Konzept passten. Und jetzt sitze ich in meinem eigenen, privaten Think Tank. In Utopia sollte es eigentlich keine politischen Gefängnisse geben müssen, oder? Aber wenn man so lange dabei ist wie ich, dann riecht man schon, was kommen wird und wo sich ein Geschäft auftut. Oh, hier bricht aber auch ungesund viel Wasser ein. Also, boah, das hält aber auch nicht mehr lange hier. Das ist sie, mein Junge. Eleanor Lamb. Egal, was du jetzt empfindest, jetzt geht's ums Ganze. Mach diesen Käfig auf. Sie kommt mit uns. Quarantäneverriegelung wird deaktiviert. Bitte warten. Wie wird sie uns in Erinnerung behalten nach diesem Moment? Ich habe meine Schachzüge ausgeführt, wie erwartet, und du auch. Ist es das, was sie gehofft hat? Mutter und Vater sehen sich über sie hinweg in die Augen. Doch wir sind immer noch blind. Leb wohl, Subject Delta. Und fasse Mut, denn zumindest du bist deinem Vermächtnis entkommen. Mhm. Oh. Wir haben mehrere Big Sisters. Am besten auch direkt erforschen.
Ja, Eve erhöht. Sehr gut. Ah, haben wir schon maximal ausgeforscht. Okay. Okay, ich brauche irgendeine andere Munition. Boah, eine ist ja schon heftig von denen, aber direkt zwei auf einmal. Komm, ich mach jetzt Granatenwerfer und versuche an irgendeinen Heilpack zu kommen. So, nochmal schnell Verbandskästen. Wow, ich hatte nur Geld für eins. Oh nein. Ah, sehr gut. Bitte treten Sie in die Dekontamination. Beeilung jetzt! Die Quarantänekammer wartet auf dich! Geh rein! Ja, einen Moment, ich plündere noch ein bisschen. Was ruckelt das denn gerade so? Das hat's auch sonst nicht gemacht. Du Junge! Ja, Moment. Ich dachte, ich kann noch ein bisschen plündern. Dein Signal reißt ab, Junge! Ich sehe und höre nichts! Irgendwas in dem Raum blockt mich ab! Sieh sie dir an, Delta. 10 Jahre und immer noch träumt sie von dir. Noch 50 Sekunden. Weißt du, warum Eleanor dich hergeholt hat? Sie wollte einen Vater. Sie hat einen Weg gefunden, dich wiederherzustellen. Körperlich und geistig. Und sie hat dich ständig beobachtet. Und sie vergötterte dich für jede deiner Taten. Das Mädchen da auf diesem Bett ist nun nicht mehr meine Tochter. Auch nicht mein Lebenswerk. Sie ist ein Monster, geformt alleine durch dich, wie sie es immer wollte. Noch 20 Sekunden. Aber ein Detail der Bindung zwischen euch ist ihrer Aufmerksamkeit entgangen. Dein Körper ist darauf ausgelegt, ins Koma zu fallen, wenn ihr Herz aufhört zu schlagen. Eleanor, vergib mir. Stellt jetzt seine Funktionen ein, auf natürliche Art. Aber wenn er an einem Trauma stirbt, taucht er irgendwo wieder auf. Höchste Sicherheitsstufe zu jeder Zeit. Niemand betritt diesen Raum, bevor er gestorben ist. Vater, ich bin es, Eleanor. Es tut mir so leid. Mutter hat mein Herz angehalten, lange genug, um unsere Bindung aufzulösen. In meiner Nähe zu bleiben, rettet dich nicht mehr vor dem Tod. Oder noch Schlimmerem. Aber ich kann dir trotzdem helfen, zu entkommen.
Diese Little Sister hat etwas für dich, das dir erlaubt, sie unter deine Kontrolle zu bringen. Ja, jetzt sehen wir auch mal alles aus den Augen einer Little Sister offenbar. Ich kann Lüftungsschächte benutzen und Adam von Leichen ernten. Ich weiß, das fühlt sich seltsam an, Vater, aber du kannst jetzt durch ihre Augen sehen und ihr sagen, wohin sie gehen soll. So habe ich dich zurückgeholt, ohne dass Mutter etwas gemerkt hat. So, jetzt musst du erstmal hier raus. Ja, jetzt können wir uns auch mal selbst angucken. Das geht ja sonst nicht in dem Spiel, außer durch Spiegelungen. Aber da liegen wir tatsächlich. Kriech durch die Schleuse da. Ja, okay. Ich darf offenbar nicht irgendwas hier angucken. Ich soll direkt weitermachen. Sonst meckert immer hier irgendjemand. Gut. Also, von Mutters Büro aus kann man diese Kammern entriegeln, in denen sie uns festhält. Finde einen Weg, um da reinzukommen. Ah, okay, das ist der Raum von eben, wo wir eben vorstanden. Ja, nur die Little Sisters sehen das alles ein bisschen flauschiger und fluffiger. Ja, gut, dann gehe ich direkt mal hier wieder rein. Sein. Zieh ihn, dann werden unsere Zellen entriegelt. Okay, dann schaue ich mal. Achtung! Augustus Sinclair wurde in dieser Einrichtung gesehen. Er wird versuchen, zu Subject Delta zu gelangen. Alle familiären Pflichten sind ausgesetzt, bis er gefunden ist. So, ich klaue erstmal das Geld. Denn hier sitzt sie, Sophia Lamp. Können sie leider nicht angreifen. Was Mutter mit mir gemacht hat, hat mich sehr geschwächt. Sonst würde ich diesen Teil selbst übernehmen. Aber um dein Leben zu retten, muss ich mich umziehen. Um endlich auch so stark zu sein wie du. Von hier solltest du die Teile eines Big Sister Anzugs finden können. Bitte, bring sie mir. Oh, da sind offenbar die Kunstkenner im Werk. Ein Big Daddy, der gegen eine Seeschlange kämpft. Ja, ich glaube, so ähnlich hätte Rapture aussehen können, wenn die nicht alle irre geworden wären. Je näher Delta kommt, desto mehr verändert sich Eleanor. Im Schlaf murmelt sie etwas, das sie Stationen seines Aufenthalts hier miterlebt hätte. Sie beginnt sich der moralischen Konditionierung zu widersetzen. Eleanors Bindung an Delta verwandelt die Tochter des Volkes zurück in ein rebellisches Kind, dessen Stimme ich nicht erkenne. Schlimmer noch, ich habe den Verdacht, Eleanor hat etwas mit Deltas Rückkehr zu tun. Ich fürchte, um sie zu trennen, muss ich Maßnahmen ergreifen, die ich mir selbst nicht verzeihen kann. Ja, wir haben eben in der Rückblende gesehen, dass Eleanor dafür verantwortlich ist, dass unsere DNS in diese Vita-Chambers eingespeist wurde und wir deswegen da auch mal wiederbelebt werden. Wir haben 955 Adam, was? Also ich habe ganz schön viel gespart. Ich kann das eigentlich alles mal ausgeben. Auch wenn ich nicht so viele Plasmide benutze, außer den Insektenschwarm. Komm her, verfluchte Scheißball! Wow. Okay. Wow, also das Plüschtier, das hätte ich auch gern mal. Das ist doch mal cool.
will sie eigentlich hier mitnehmen, aber geht leider nicht. Hier ist ein Teil des Anzugs, Vater. Bitte finde die restlichen und bring sie mir. Gut, ein Teil haben wir. Und wie viele Teile brauchen wir eigentlich? 10 Jahre, Vater. Gefangen in diesem Fiebertraum. Mutter hat mich mit Drogen vollgepumpt, um meinen Geist mit Adam zu perfektionieren. Für sie ist das ideale Kind ein Genie, das ohne Wenn und Aber dem Allgemeinwohl dient. Davor hast du mich bewahrt. Ja, also hier liegen jetzt so High-Spielzeuge. Ich wette, wenn die Little Sister mit normalen Augen sehen könnte, dann wären das wahrscheinlich wieder so hüpfende Fische. Die berühmten Titanfische aus Bioshock. Hier ist doch irgendwo der Anzug. Oder ein weiteres Teil. Ah ja, genau. Der Helm. Die anderen Sisters sind aus mir geschaffen, Vater. Teilweise. Wenn sie in Rapture aufwachsen, empfinde ich alles mit ihnen. Als du bei den Kleinen warst, haben sie dir wie einen Vater vertraut. Wegen mir. Ja, hier ist der Gentleman's Club. Die unterhalten sich gerade über sehr relevante Dinge wie Politik und welche Maske ihnen am besten steht. Der Soundtrack, der ist wieder super. Oh nein, da hat jemand dieses Plüschtier kaputt gemacht. Wer war das denn? Da hat aber jemand einen Ausraster gekriegt. Ah gut, wir haben alle Teile. In einem hatte Mutter recht. Ich habe dich beobachtet, Vater. Ich habe mir angesehen, wie du andere behandelt hast. Und jetzt weiß ich, wer ich bin. Der Teddybär, der guckt auch so nach dem Motto, ernsthaft Leute, ein Partyhut. Oh, da gibt's sogar noch einen kleineren von. Der Teddy ist ja mal super. Ich bin frei. Nach allem, was Mutter mir angetan hat, ich lebe und bin noch so weit bei Verstand, dass ich neugierig bin, wie die Sonne aussieht. Als du meine Sisters gerettet hast, habe ich zum ersten Mal seit Jahren Hoffnung gespürt. Okay, komme ich rein als Sister? Ja, okay. Ah, hier gibt es mathematische Gleichungen. Noch ein Titanfisch oder Hai. Wow, hier ist sogar ein ganz großer Bär. Boah, dieser Blick, der ist ja Gold wert. Töte mich! Ja, die Zeichenkünste lassen etwas zu wünschen übrig, denn... Na gut, die hat 5 Finger. Ich dachte, die hätte 6 Finger. Aber dennoch, da fehlt die Nase. Und ich glaube, Quallen haben kein Gesicht. Oh ja, das ist doch schon ein bisschen horrormäßig, so wie die gucken. Aber die Kisten, die kann ich hier umwerfen. Ah, cool, das habe ich auch noch nie gemacht. Jetzt habe ich die Lampe runtergehauen. Das tut mir leid, aber... Gut, das war ja nicht ich, das war ja die Little Sister, die hier rumläuft. Wir haben es geschafft. Vater ist zurückgekommen, direkt vor Mutters Augen. Ich habe über meine Sisters eine Frau namens Tannenbaum kontaktiert. Sie hat einen Weg gefunden, seinen Geist in diesem Anzug zu befreien, den Menschen im Monster zu wecken. Mutters ganzes Glaubensgebäude ist verfehlt. Und wenn ich eines über Vater weiß, dann das. Er wird an die Flucht glauben. Eleanor,
Es ist an der Zeit, dass du deine Pflichten dem Volk gegenüber anerkennst. Wenn du aufwachst, wirst du verstehen... Nein! Geh weg von mir! Gut, dann gebe ich ihr mal das ganze Zeug. Der Anzug ist aber auch cool. Jetzt tue ich das Gleiche für alle anderen. Angefangen bei der hier. Wir haben es geschafft, Vater. Bald bin ich da. Oh, da ist ein Brute. Okay, der ist tot. Ach, das war Eleanor. Okay. Bei diesen Anzügen musste ich immer an dich denken, Vater. Ich sehe dich wohl immer noch als Retter in glänzender Rüstung. Aber jetzt werde ich für dich kämpfen. Ja, danke. Okay. Nimm dieses Plasmid. Damit kannst du mich in einem Kampf... rufen, anscheinend. Oh ja, sehr gut. Rufen Sie die Big Sister, damit sie an ihrer Seite kämpft. Achtung, kein Bündnis währt ewig. Ja, das ist auch ein gutes Plasmid. An deine Seite rufen. Weil sie nämlich wirklich stark ist auch. Ja, ich wähle das gerade aus. Da. Ach, dieser Bär. Ach, da ist auch noch... Das ist ein Geschenk, okay. Dann... Am besten brauche ich noch so eine Station, bei der ich dann... mein Adam ausgeben kann. Da ist er jetzt auch mitten im Kampf und Eleanor plus Bienen ist super. Aber erstmal forschen. Oh, kein Schrot mehr. Subject Delta, ich weiß, du kannst mich hören. Du hast mein Lebenswerk zerstört und mir meine einzige Tochter geraubt. Aber Rapture ist die Heimat von Monstern. An der Oberfläche will man uns nicht haben. Heute Nacht werden wir als Familie begraben. Seite an Seite. Ja, Lamp ist echt irre, die Frau. Die muss aufgehalten werden. Definitiv. Oh Gott, sie will das Gebäude in den Graben stürzen lassen. Da geht's Meilen nach unten. Wir müssen Sinclair finden. Eleanor, was machst du da? Die sind tot. Okay, dann geht's ins nächste Gebiet. Innenbereich von Persephone. Alles klar. Pass auf deinen Rücken auf!